Hallihallo, ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal und unserer neuen Rubrik Ein Blick ins Buch. Hier zeige ich euch alle meine Handarbeitsbücher, meistens Häkelbücher, aber auch ein paar Strickbücher, die ich zu Hause im Regal habe. Die meisten Bücher habe ich selbst gekauft. Einige Bücher sind aber auch Rezensionsexemplare der Verlage, damit man einfach mal durchblättert und schaut, was einem so gefällt. Ich möchte euch in diesen Videos einfach zeigen, was alles in den Büchern drin ist, so damit ihr euch vielleicht besser entscheiden könnt, welches Buch ihr euch kaufen möchtet. Und dann würde ich sagen, let's go und schauen wir mal ins Buch. Jetzt schauen wir uns Buch 2 an. Buch 1 habt ihr hoffentlich schon gesehen, welche Helden der Kindheit wir da drin haben. Und jetzt zeige ich euch noch, was im Buch 2 ist. Das Helden der Kindheit 2 ist auch im EMF Verlag erschienen, von Sophie Kirschbaum und 2020 auf den Markt gekommen. Dieses Buch umfasst ebenfalls 141 Seiten, ist ein Hardcover, kostet 19,99 € und beinhaltet 23 Projekte. Die zeige ich euch jetzt. Haltet euch fest. Auch natürlich wieder unterteilt in Helden von heute, Helden der 80er und 90er und Helden für immer. Also die man immer kennt einfach, von klein bis groß. Es gibt auch wieder einen Grundlagenteil, wie immer im EMF Verlag, sehr ausführlich und hilfreich. Auch was die Stickmuster und Stickstriche umfasst, das ist auch alles da drin. Und jetzt geht es dann an die Projekte. Gehäkelt werden Amigurumis grundsätzlich am liebsten mit fester Baumwolle. Solltet ihr das als Spielzeug herstellen wollen, achtet darauf, dass es CE-geprüfte Wolle ist oder CE-zulässige Wolle und ihr euch da an die Vorschriften haltet. Fangen wir an mit den Helden von heute. Ihr wisst, man kann nicht die Originalnamen verwenden. Ich hoffe, jeder erkennt, was das sein soll. Das hier ist der rote Flitzer. Ja, und das urige Faultier aus den Ice Age-Filmen. Eine zauberhafte Fee. Schon das Schaf. Ein freches Schaf ist das. Ein Superheld. Ein kleiner Drache. Kokosnuss. Jetzt kommen Helden der 80er und 90er. Ja, Pumuckl natürlich. Der darf auch nicht fehlen. Jetzt scheint die Sonne hier ganz doll rein. So. Pikachu, also der kleine Donnerheld natürlich, den habe ich auch schon gehäkelt. Wird auch sehr geliebt. Patrick, der Seestern von SpongeBob. Und SpongeBob natürlich, der fröhliche Schwamm. Ein treuer Halbriese. Ihr kennt ihn alle. In Teil 1 oder in Buch 1 waren schon seine Freunde. Na, also hier ist dann der Halbriese auch noch. Dann braucht ihr schon beide Bücher. So, das ist Strolch und das ist Susi, Bambi, auch sehr detailliert, ne? Ein liebes Häschen, der Sandmann, natürlich nur originalgetreu aus dem Osten, würde ich mal sagen. Dumbo, der Elefant mit den großen Ohren, Pink Panther. Schneewittchen, die schwarzhaarige Schönheit heißt sie hier. Vicky, die ist auch sehr gut geworden, oder? Also richtig, richtig phänomenal gut getroffen. Richtig gut. Ferkel, ja, da gibt es in Teil 1 natürlich auch Puh und den Esel, ne? Ia. Dann braucht man auch schon beide. Pippi, Lotta. Und den kleinen Elefant. Ja, da habe ich auch schon die Maus gehäkelt. Die Maus findet ihr auch in Teil 1. Und ist das jetzt Ernie oder Bert? Das ist Bert, ne? Gibt es dann auch einen Ernie? Ja, es gibt auch einen Ernie. Ja, Ernie und Bert. Hochgeil. Muss man natürlich auch beide häkeln, ne? Einer geht nicht. Und noch von Star Wars R2-D2. Der schlaue Roboter. Ja. Diese Tiere findet ihr alle in Buch 2. Jetzt haben wir schon Buch 1 und Buch 2. Schaut euch auch meine anderen Videos an, dann findet ihr bestimmt noch Buch 3 und 4. Und lasst gerne ein paar Herzen da.
Tschüss.